Na hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Kloxen. Wir spielen Crypt of the NecroDancer Amplified. Bei euch ist jetzt schon wieder Mittwoch, glaube ich. Genau, wir sind mit Zone 4 heute dran. Ne? Und bei mir ist aber gerade Neujahr, deswegen höre ich mich vielleicht ein bisschen tiefer an. Und bin auch noch nicht so ganz klar im Kopf. Von der Sache her hier an meiner Stelle natürlich gesundes neues Jahr. Habt da hoffentlich auch erreicht soweit. Gesund vor allen Dingen, ne? Ist ja Himmelfahrt Neujahr nicht immer so der Fall. Himmelfahrt, lass es durchgehen. Zone 4, Rinder, gucken wir mal, bei mir ist jetzt schon Mittag. Ich hab mir gerade erst einen Eimer Kaffee reingeschmissen, schönen Diamanten, die keine Sau braucht. Ja, Himmelfahrt, wie komme ich auf Himmelfahrt? Meine Fresse, komme ich auf Himmelfahrt, Silvester. Silvester war ja Sonntag. Wäre ja eigentlich ein Daily One gewesen. Hatte ich auch. Was macht denn jetzt zwei hier eigentlich? Das gibt's. Danke. Hau mir doch von jeder Seite hier noch runter. Sonntag eigentlich ein Daily One. Hatte ich auch eigentlich vor. Und schon fast im Kasten. Das Problem war, ich bin zuerst in die Daily Challenge rein. Und hab mir dann gedacht, nein, jetzt hatte ich gar keinen Trainingslauf. Bin wieder raus, hab den Trainingslauf gemacht und dann war natürlich die Daily Challenge geblockt. Für angenehme, was waren's? 15 Stunden oder irgend sowas. Und die Zeit hatte ich nur an Silvester echt nicht. Deswegen hatte ich es dann einfach mal gelassen. Ging ja nicht anders. Heute ist hier, das ist mein erster Lauf heute. Wir werden sehen. Dafür hatte ich einen wunderschönen alle Zonenlauf vorher. Was, warum, was, aber wollten jetzt die Spinne von mir? Gibt's ja nicht. Na gut. Ist ja eh noch ein bisschen unorganisiert hier gerade. Es ist mir Neustart völlig egal, die verdammten Diamanten. Gut, ja, danke. Dafür hatte ich einen wunderschönen alle Zonenlauf. Muss ich sagen. 30 Minuten Einlauf, ein Leerzeichen Lauf, und der war super. Von Zone 1 bis Zone 4 war alles dabei, dann habe ich leider Zone 4 Level 3 verkackt. Da, so nah und so optimal war ich noch nie dran gewesen. Danke. Durchspielen von Zone 4. Im Nachhinein habe ich mich geärgert. Da aktuell habe ich mich eher gefreut. Danke, verdammt, die hocken auch alle im Weg. Da habe ich mich eher gefreut, weil ich so weit gekommen bin. Auf Anhieb. Das war total überraschend. Ich habe billigere Leben. Warum eigentlich nicht? Ich kann mir eh nicht leisten und ich werde eh gleich sterben, denke ich mal. Ist eine Kiste, komme ich an die ran? Nein. Ich habe zwar die Boots, die irgendwie auch irgendwann helfen, aber leider jetzt nicht. Ah Gott, nee, völlig verpeilt. Der Kaffee wirkt noch nicht so ganz, leider. Aber ich muss das hier persönlicher Dingens und so weiter, muss ich das fertig kriegen heute. Normalerweise nehme ich das ganze Necro-Dancer Zeug am Sonntag auf, hab's dann aber halt echt zeitlich nicht geschafft. Kann schon mal vorkommen. Macht ja auch nichts. Mann, ist der doof. Uiuiui. Danke. Da war's wieder. Von allen Seiten, die Penner, ey. Von allen Seiten. Nein. Diesmal nicht. Plus 0,5 Verteidigung. Yay. Mit zwei Herzen. Noch. Ach so, ich Idiot. Ach Gott, wo kommt denn der her? So, hier in der Mitte sieht es noch gut aus. Na, oder auch nicht. Oh, das ist gut. Jetzt kann ich sterben. Also beziehungsweise jetzt kann ich Gesundheit verlieren. Der füllt mir nämlich auf, wenn ich leer bin. Die Spinnen gehen mir gerade auf ein bisschen auf die Eier hier. Na toll.
ist denn hier los? Gegner, endlich mal was Vernünftiges hier. Von allen Seiten. Und da war der Tank auch schon im Einsatz. Und jetzt bin ich wieder voll. Ist ja schön. Na, gucken wir mal einen Laden. Na, Gott sei Dank, was zu essen, ey. Noch mehr Stiefel. Plus einen Schaden. Ich weiß gar nicht, was die anderen machen. Ach nee, war das der letzte Lauf? Ich habe nichts gesagt. Kann ich mir leisten. Nehme ich mit. Okay, das lief ja gut. Leider, die Kisten kriege ich immer noch nicht kaputt. Jawohl. Ah, Kacke. Komm, ihn kriegst du noch. Okay, völlige Konzentration. Dankeschön. Völlige Konzentration hier. Weil ich jetzt einfach mal weitergehe. Oh Gott, der Ogre, da weiß ich immer noch nicht so. Na toll. Noch, na bitte eine Fackel, na Gott sei Dank. Können wir alle gebrauchen hier. Komm, kommt mal bitte einer rüber, danke. Spinne, jetzt habe ich echt nie auf die Spinne geachtet. So ein Mist aber auch. Ach Gott. Ich hatte ja auch bloß noch ein halbes Herz. Da kann man nichts gegen sagen. Also ich beneide die, die hier wirklich in purer Konzentration und vielleicht sogar noch mit Kommentieren durchkommen hier relativ sicher. Ja, so macht man das. Könnt da bitte noch einer reinlaufen? Danke. Die Fledermaus lasse ich einfach mal links liegen. Das ist mir zu doof. Ich höre einen Drachen. Oh. Wo kommt denn der her? Danke. Alter, die hässliche Spinne. Ist es ein Drache? Stimmt. Könnte jetzt vielleicht mal runterkommen? Ach, der rote auch noch. So geht's auch mit den Drachen. Also nach oben und nach unten können sie nicht. Jedenfalls nicht gut. Und wenn du da Platz hast und keine weiteren Gegner stören, kann man das schon mal so machen. Und dann gehst du tot. Wegen so einem hässlichen Äffchen. Oh Gott. Ich glaube, ich mache mir dann noch einen Kaffee. Dann. Also noch ist hier natürlich Aufnahme und was fehlt denn heute noch? Heute habe ich eigentlich viel zu tun, muss ich sagen. Heute habe ich eigentlich abartig viel zu tun in der Richtung. Es ist zwar, ich habe zwar frei und das ist auch gut so, aber ja, Necrodancer, hier Zone 4, dann ist noch Zone, was rede ich überhaupt? Modus, Nocturna oder Monk dran. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, eigentlich wollte ich mal wieder Monk machen. Und danke. Und dann darf ich auch mit Outcast, mit dem Remake anfangen. Weil 1.1 ist durch. Läuft zwar für euch noch die Woche hier, aber ich darf schon mal weitermachen. Wollte ich jetzt. Die Rüstung würde ich gerne noch mitnehmen. Jetzt habe ich auch mal einen Käse. Und eigentlich hätte ich das Langschwert auch gebrauchen können. Ich habe leider nicht mehr Bomben hier. Schade. Da oben blickt zwar in der Ecke, sind aber eh bloß hässliche Diamanten. Genau wie die hier. Obwohl, wenn es 8 sind. Au. Oh, wenn es 8 sind, können wir sie mal mitnehmen. Ja toll, da geht's auch direkt weiter hier. Mit verwirrten Äffchen. Na toll.
mit den... Ich weiß immer noch nicht, welche hier welche sind. Und da ist er wieder. Na toll. Denkst du, hast du eine gute Idee? Dann kommst du was raus. Ja, ich habe gerade aktiv meinen Schildzauber benutzt. Ist das toll? Na toll. Und das ganz bewusst. Kommt noch einer? Nein, alles klar. Oh Gott, mit dem halben Herzen. Na super, das wird total erfolgreich. Hätte auch trotzdem nicht mehr fürs Langschwert gereicht, ne? Ne, 130 waren es, glaube ich. Die fünf Tacken hätte ich mir bestimmt noch irgendwo zusammenkratzen können. Aber bis dahin hätte ich genauso gut das halbe Herz für irgendeinen Scheiß verlieren können. Weißt du, ich verstehe nicht, wann die Spinnen runterkommen und wann nicht. Manchmal warten sie noch einen Zug oder so, wo du die Mauer drunter kaputt machen kannst. Und manchmal kommen sie gleich runter. Manchmal schaffst du es, diagonal ranzukommen. Ganz komisch. Also jetzt habe ich 8 Diamanten. Wo waren hier noch? Was war hier noch irgendwo? Was? Ja, für 6 und für 5. Grabsprung. Das hört sich komisch an. Grabsprung. How's it going? Hier haben wir noch einen Zauber. Wirke Schildzauber. Achso, zwei kleine Schildzauber quasi oder irgend sowas. Können wir uns hier zwei leisten? Tatsache. Nimm mal gerade einen Schluck zu trinken. Elektrolyte nachtanken. wo waren wir? Zone 4, ne? Na toll, schon wieder hier, Mann. Der mir jetzt auf den Sack gehauen. Der Toba-Magier. Gar nicht so mitgekriegt. Ein Apfel, super, kann ich direkt essen. Oh, was haben wir hier? Gefrierzauber. Okay. Diese Bücher sind immer komisch. Die liegen dann komischerweise auf dem. Nicht auf der Zaubertaste. Sondern auf der Item-Taste. Beste. Sehr praktisch. Kann ich sogar noch mal verwenden. Sehr hilfreich. Ein Shop wäre mir jetzt trotzdem lieber. Sind schon wieder. Oh, Monokel, wo kommt denn das her? Oh! Danke, Monokel! Jetzt aber. Meine Fresse. Ein Degen. Nein, Dolch. Nein, Kacke. Darf ich jetzt meinen Degen behalten? Dankeschön. Ui, wo ist denn hier der Shop? Verdammt. Hier nicht. Macht ja nichts. Ach, da ist ein Käse in dem Schrein. Habe ich noch meine Bombe? Ja. Oh Gott. Danke, Äffchen. Das gibt's nicht. Ich kann den nicht einschätzen. Noch nicht. Den dummen Oger. Manchmal wartet er auch und manchmal nicht. Ganz komisch. Es ist schade, dass der... Also, was heißt denn schade? Aber es ist... Ja, schade, dass der erst in Zone 4 kommt und nicht schon in Zone 1, wo man ein bisschen üben kann. Okay, der Heilmich-Ring bringt mir total was, wenn ich hier das Level nicht überstehe. 3 Bomben, gern gesehen. Hier geht's nicht weiter, Gott sei Dank. Okay, das ist aber bestimmt die Explodierstatue. Wir haben eine Dingensrüstung, das war eine Windstatue.
Also die mit den Flügeln, das muss ich mal merken. Die mit den fetten Flügeln. Das ist die Windstatue und die kann mich mal. Mann, warte mal. Warte, gleich habe ich ihn. Danke. Uiuiuiui, gar nicht so leicht. Oh Gott, eine Fledermauskammer, das ist, kann ich gerade gut gebrauchen. Danke, danke. Oh Gott, das will. Okay. Nein. Ja, und da ist er wieder. Der will mich heute echt nerven, oder? Er hat ja eine ganze Bande dabei. Oh Gott. Danke. Könnte einer von euch bitte sich ein bisschen mehr beeilen als der andere? Ist er da? Wartet er. Oh mein Gott, ich kann den Drachentanz mit dem Oger machen. Wenn ich diese hässliche Fledermaus dazwischen kommen würde. Ich habe den Oger. Ich habe den Ogertanz getanzt. Oh Gott, nein! Der Ogertanz. So, jetzt sind die. Jetzt ist die Bande hier auch weg. Kriege ich jetzt hier was Vernünftiges, bitte? Monokel. Ja. Oh, ein Blutding. Geil. Ja, ich würde den gerne behalten, danke. Müssen wir den noch direkt mal einweihen? Wo ist denn jetzt der. Da ist er. Ich denke mal, der hat ein Kissen dabei. Der hat ja auch ein Kissen dabei, ne? Was haben wir hier unten? Da ist noch ein Amulett in dem Schrein. Schaffen wir das noch? Da liegt noch ein anderer Scheiß rum. Schaden. Oh, irgendwas mit Schaden und Risiko-Amulett. Ich glaube doppelten Schaden auch selber erhalten und sowas. Das ist natürlich sehr ungünstig. Aber ich wurde geheilt durch den Heilmich-Ring. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Ach Gott, der Diagonal-Armadillo. Fuck, ey. Ja, dankeschön. Dankeschön. Du kriegst so auf die Fresse. Danke. Echt. Oh Gott. Also, weiß ich nicht. Hier haben wir erstmal den Schock, das ist schön. Ach, Kacke. Wie nähert man sich den Rittern? Also, über Diagonal ist immer schlecht. Immer. Also zumindest auf ein Feld Entfernung. Oder beziehungsweise kein Feld Entfernung. In dem Moment. Das ist sowieso die dümmste Scheiße, wenn da hinter dem einer steht, ey. Alter, fehlt euch doch. Ja, finde ich auch. Da ist er wieder, dieser hässliche Kobold. Na gut, hab's genau gehört. Parpyr hat mich getötet. Kann sehr. Ich komme wieder. Das ist nicht die Windstatue. Das ist, glaube ich, die explodiert, wenn ich sie angrabble. Deswegen lassen wir das mal. Eine Fackel ist auch nicht gerade das Optimalste für Zone 4. Dass der immer sein schönes Gold sprengen muss. Ey, das gibt's nicht. Na, hab da davon. Jetzt kriegt ihr diese. Alter, ihr blöden Schweine von allen Seiten. Eine Fledermauskammer. Na, Kacke. Da hat sich die Harpyre dazwischen gedrängelt. Frechheit. Hui. Okay. Das ist so kannst du eigentlich die ganze Zeit laufen.
Wenn sie schön so ein bisschen einzeln kommen, ist ja alles okay. Hier brauche ich einen Schlüssel. Aber schade. Danke. Ist ja irgendein, du kriegst immer so ein bisschen Schaden von allen, die dir hier begegnen. Und ist ja logisch, dass du da nicht durchkommst. Also, ich zumindest. Okay, das. Die Großflügelstatue ist die, die Wind macht. Okay, und die andere ist gerade schon explodiert. Also es gibt welche, die werden selber aktiv und es gibt welche, die explodieren nur, wenn du sie angrabbelst. Was eh egal ist, wenn du stirbst. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Ja, bitte. Unten geht es definitiv erstmal weiter mit einem Mimik und einer Spitzhacke. Na, klasse. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Eine Mimik-Truhe. Aha. Du hast deinen Shop ja ganz toll hingebaut hier. Oh. Der Heilzauber. Ja, genau. Oh Gott. Bringt mir hier irgendwas, irgendwie was. Oh Gott. Ach so, ist er bloß das Pferd. Ich dachte jetzt hier schon wieder Drache und so. Oh, das Pferd ist vorbeigerannt. Alles klar. Auch dich habe ich gesehen, sehr schön. Das Pferd hätte ruhig ein bisschen mehr Wände kaputt hauen können. Aber naja. Wir wollen uns ja nicht beschweren. Ernsthaft. Kacke. Na gut. Jo. Dann wäre es das gewesen für die Zone 4 Läufe hier zum, für mich, Neujahr, für euch, Mittwoch, den 3. oder so. Und ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Tag. Tschüss.